Hallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren frohen Folge von Aufschwung Ost. Mit mir wieder dabei der Hauptumbauer im Osten, Anoholik. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Ja, das frage ich mich jedes Mal. Aber gut, hier sind wir stehen geblieben beim letzten Mal. Wir gucken uns ganz kurz noch an, welche Warnungen. Ha, deshalb bin ich nämlich hier stehen geblieben. Ai, ai. Windkraftwerk Waldemar muss dran glauben und das Kohlekraftwerk Cornelia kriegt eine Eisenplatte an die Wand genagelt, damit es wieder funktioniert. Mhm. Das sind so unsere klassischen, ja, ich baue halt mal was aus. Wir haben nämlich eigentlich kein Geld da dafür. Eigentlich nicht. Vor allem für die Kohleförderung, das wird richtig teuer. Das Windkraftwerk geht eigentlich wahrscheinlich, weil das reißen wir nur ab, das kostet glaube ich 2 Millionen. 100. Nee, die sind günstiger im Abriss. Ach so, echt? Ja. Also zumindest war die Reparatur war 100, ne? So rum, genau. Ne? Deswegen hat es sich auch nicht gelohnt. Also zumindest war es bei den Solarkraftwerken, die haben nur 2 Millionen gekostet. Ich weiß jetzt nicht auswendig, wie es bei den Windkraftwerken war, aber... Ja, da muss ja erstmal ein großer Kran für kommen. Da wird ja einfach die Bewohner hämmern mit dem Hammer dagegen fertig. Dann ist noch jemand, der mit seinem Geodreieck da ist und erstmal misst, wie groß das Ding ist. Mit Geodreieck? Okay. Das sind Beamte, die müssen was zu tun haben. Wenn wir gerade schon hier sind, würde ich sagen, wir bauen nochmal, was hältst du von Bürokomplex und ein paar Häusern? Mhm. Aber nicht 4 Häuser? Boah, ist ein bisschen viel, oder? Nee, obwohl, guck mal lieber noch. Also gibt's nicht noch größere Häuser sogar? 2,3, verdammt. 1,2, ja. Eins davon und... Ja... Ein Mehrfamilien. Eins davon noch. Und eine und Tankstelle mit 450, nicht? Oder was war so? Doch, ja, was passt. Noch, ja. Und dann hätte ich gern noch. Habt ihr Parkhaus. Parkhaus, ja. Habt ihr die Parkhäuser noch? Oder hätte ich gern davon auch noch eins. Sind heute im Angebot. Sind runtergesetzt, ja. Leider nicht. Ja. Okay, hier sind unsere Parkecken. Nein. Ich habe auch eine Payback-Card, ja. Um sie Payback-Karten, ja. Heftig das eigentlich auch so? Wenn du gefragt wirst. Also, permanent, haben sie eine Payback-Card? Dann gehst du in die falschen Geschäfte. Nein. Vielleicht solltest du daran mal was ändern. Das wäre jetzt. Aber gut. Stimmt, ich fahre erstmal wieder zurück nach Hamburg, um da an einem Marktkauf einzukaufen, oder was? Ja. Wobei, da wirst du mittlerweile gefragt haben, sind Deutschlandkarte? Das ist das irgendwie auch so. Oh Gott. Ja, ich weiß. Nee, ich hab nur meinen Personalausweis, lang der auch. Die kennen mich doch da, ihr wisst doch eh schon alles über mich. Was soll ich denn noch? Ja, und wenn nicht, dann ruft bei der NSA an. Die kennen den Rest, ja. Ja, genau. Die kennen alles, was seit meiner Geburt passiert ist. Ich habe jetzt hier einfach mal für dieses Ding gleich mal noch eine Solar-Ding gebaut hier in Erfurt. Ja. Einfach, das sollte sich dann eigentlich egalisieren. Egalisieren? Ausgleichen, für alle, die es nicht kennen. Also für dich, Anno. Ich kannte das Wort eigentlich auch, aber ich fand es gerade irgendwie strange. Okay, ja, wir kommen definitiv unter die 20 Milliarden, das habe ich mir schon gedacht, weil wir die eine Kohleförderung zum Operieren hatten. Operieren. Ja, vor allem wir haben die Blinkepunkte. Wir müssen eine Notoperation am offenen Herzen der Kohleförderung durchführen. Ja, vor allem wir haben die Blinkepunkte noch gar nicht angeschaut, was wir jetzt tun im Übrigen. Spannung steigt, ich sehe noch nichts. 2 sehe ich auf den ersten Blick, ja, und dabei bleibt es zum Glück auch. Aber es sind beides Bahnstrecken, ist klar. Ich wollte gerade sagen, das sieht so aus wie die eine Bahnstrecke, die wir erst gebaut haben. Haben wir die nicht in der letzten Folge erst gebaut? Wo ist das, wo geht das hin? Ja, muss eigentlich, weil wir haben ja hier angefangen, Erfurt, ja klar. Ja. Wobei, na, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob die nicht schon war, dieses Stück. Ich glaube, wir haben es nur dann nach oben versetzt, an der Stadt, der Stadt. Okay, aber trotzdem, also lange gebaut ist es alles noch nicht. Egal. Nee, nicht wirklich. So, gut, das war's aber schon. Vor allem zum Glück. Die Bestandsstrecken, die eigentlich mal zu Spielbeginn da waren, ja, die gehen nicht so schnell kaputt wie das, was wir neu bauen. Ja, interessanterweise, ne? Gut, man muss aber auch dazu sagen, wir haben aber jetzt auch Infrastruktur durchaus runtergesetzt gehabt, schon eine relativ lange Zeit.
Das heißt, sie werden halt auch wahrscheinlich nicht gewartet oder nur... Schon so mindestens ein Jahr. Ja, wenn das reicht. Gut, würde ich sagen, Städte. Mhm. Wo waren wir denn da letztes Mal so stehen geblieben? Berlin. Aber da haben wir jetzt bis auf 8 Millionen alles ausgegeben, deshalb würde ich sagen Brandenburg. Oder, okay. Oder meinst du hier jetzt? Da waren wir irgendwo bei Dresden, glaube ich. Ja, also wie bei beim, also die letzte, die vorletzte oder vorvorletzte Folge, Dings und so. Folge, da sind wir ja schon mal die ersten Städte so abgeklappert. Ich meine, wir waren in Dresden. Mhm. Aber wir können ja mal reingucken einfach. Was soll schon passieren? 1,6 Milliarden. Dresden übrigens immer noch eine Fabrik. Ja, hat sie nicht. Werden sie auch lange Zeit noch nicht haben. Ja, 5,6. Also entweder wir haben zwei Möglichkeiten mit Fabriken. 6,5 oder 5,6. Und so irgendwie ein Komma dazwischen setzen? 6,5 meinst du Millionen? Ja, dann könnten wir uns das bauen. Ja. Einige sogar. Nee. Na gut, dann bei 1,6, was bietet sich denn da sonst an Industrie an? An Industrie wahrscheinlich nicht viel. Hotel. Hotel und Tankstelle. Oh, passt doch. Hotel so, da haben wir schon eins. Geschäftliche kleine Fachwerkhäuser haben die da, kann das sein? Mhm. Die können wir auch mal abreißen. Nein. Wir sind ja lieb. Hier ist kein Privatbesitz, hier wohnen alle nur in Mehrfamilienhäusern. Das hört niemand die Absicht. Nein. Ich höre es schon, wie ich es jetzt einspiele dazu. Nein. Okay. So, Eisenach. Erinnerst du dich noch, wer... Achso, Görlitz wollte das Amt, ne? Was sind das Amt? Mhm. Ja. Könnte ich mal mit in die Liste aufnehmen. 24,5. Naja, immerhin. Sag ich jetzt mal. Was denn? Unser gesamtes Vermögen ist wieder bei 24,5. Achso, okay. Also ich bin schon gerade verwundert. Ja, ich war gerade in der Liste, deswegen war ich gerade, was fand ich jetzt eigentlich mit 24,5? Manchmal hat es auch einfach seine Durststrecken. Und in Berlin sind schon wieder 18.000 eingewandert. Was? Wir sollten da echt keine Häuser bauen, das tut denen nicht gut. Das tut denen nicht gut, weil jetzt ziehen die nächsten Runden wieder ca. 10.000, 15.000 immer ein. Hey, die haben ja Wohnungen gebaut, ja. Ja. Es war zwar schon vorher nicht genug Wohnraum da, aber hey, egal, wir ziehen... Ich weiß nicht. Ja, doch, aber ja, auf deinen Anraten hin. Oder was immer du meinst. Ich bin gerade überrascht, dass alles nach oben gegangen ist. Mal abgesehen von den Arbeitsplätzen. Gut, aber das ist ja ein bisschen auch erklärbar durch die Bevölkerungszugänge. Weil wir haben, glaube ich, mehr Bevölkerung gekriegt als neue Arbeitslose. Wir waren hier schon bei 903. Mhm, ja, wir sind... Zumindest wieder über die 18-Millionen-Marke rüber. Mhm. Wir waren hier, glaube ich, 10.000 drunter Minimum, wenn nicht sogar noch mehr. No. Von dem her, Stromversorgung ist auch besser geworden. Was haben wir denn gemacht? Kaputte Dinger abgerissen. Ja, okay. Durch Solar ersetzt. Gut, das ist zum Teil noch im Bau. Mhm. Oh je, das wird teuer. Kläranlage, Kohleförderung, Müllkippe. Na dann, gehen wir es an. Haha, es reimt sich. Toll, ne? Seid ihr auch so begeistert wie ich? Jep. Hey. Hubertus. Du alte Nuss. Hubertus. Ich bin noch irgendwie so im Gilde Reimfieber. Ich weiß auch nicht. Gedichtefieber. Achso, Gedichte lesen vom Marktplatz. Ja. Das steckt irgendwie an, obwohl es jetzt auch schon wieder ein paar Tage her ist, wo wir es gespielt haben eigentlich. Ja. 3, glaube ich, ne? Frieda. Frieda. So, wir haben noch 23,222 Milliarden übrig. Warum auch immer da Millionen steht, ich verstehe es immer noch nicht ganz, aber sei es drum. Blinke Punkte. Ja. Oh Gott. So viel zu 23 Milliarden. Ich schätze mal 90 bleibt übrig. Gut, das können wir so lassen.
erstmal. Weil. Who cares? Ja. Komm, jetzt reiß die Straße ab. Ich hab's geahnt. Wo wir schon mal da sind. Ich hab's geahnt. Ja, aber da lebt vielleicht auch einer neben der Straße und der hat dann. Der wacht dann nächsten Morgen auf und nichts ist mehr da. Mhm. Außerdem können wir sonst nichts mehr bauen, das ist sehr klar. Wenn wir jetzt hier was abreißen. Ich sag's nur. Wenigstens bis hier erstmal. Ich meine, die Straßen müssen wir uns eh nochmal. Ja, okay, meinetwegen. Früher oder später wird's eh raus. Vergiss es einfach. Ich gehe jetzt wieder hier in die Übersicht, ja? Ja, ja, ich merk's mir trotzdem. Du merkst dir was? Sorry, ich den hab Straßenverlauf nicht... oben. Sorry, ich hab grad nicht aufgepasst. Also. Also den Verkehrsminister, der dieses Infrastrukturnetz hier entworfen hat, das ursprüngliche. Halleluja. Tieren und Federn. Das war, glaube ich, derselbe, der gesagt hat, also niemand hat die Absicht, es wird zumindest einiges erklären. Ja. Aber wir sind ja schon dran, es nach und nach zu beseitigen. Gott sei Dank. Und hier und da auch Geld. Ja, Gott und uns, sei Dank. Weil wenn wir es nicht machen würden, würde es keiner machen. So, ja, das war's. Das heißt, wir können hier dann weiter abreißen, wenn ich es richtig sehe. Also, zumindest für 2 Milliarden. Also 3-4 Stückchen. Gefühlt. Stopp. Halt. Nicht so schnell. Oh Gott. Was denn? Ich merke schon, der Autobahnumbau wird, glaube ich, noch teurer als der Eisenbahnumbau. Du kannst dir nicht mal die Abrisskosten vorstellen. Die sind wahrscheinlich das 10-fache so hoch wie jetzt von den Eisenbahnen. Wahrscheinlich. Naja. Mir graut es da auch schon so ein bisschen, aber na gut. Es hat genau gereicht, diese Whatever-Strecke abzureißen. Mhm. Okay, jetzt ist das allerdings noch nicht angeschlossen. Yay. Wo müssen wir nach hin? Nach oben, ne? Ja, was hältst du davon? Hier einen raus und dann wipp, nach oben? Ja, klingt gut. Weil, ja. Der Rest ist so ein bisschen eng. Okay, Autobahn umbauen, ich sehe schon. Die Polizei in Weimar warnt vor ständig zunehmender Kriminalität. Ja, boah. Und? Gott. Mach den nicht ins Hemd. Prinzipiell müsste eigentlich das Polizeiproblem schon lange behoben sein. So. Das geht? Was geht? Oh, tut's auch. Okay. So, aber ich würde trotzdem sagen, wir lassen es mal dabei, weil wir sind schon wieder unter 20. Aber wir wissen jetzt, in welche Richtung es gehen soll. Tendenziell. Ja, dann sind wir schon wieder in. Nee, Chemnitz sind wir jetzt. Oder Chemnitz. Chemnitz? Ja. Gucken wir doch einfach gleich rein, warum nicht? 701 Millionen. Yay, langt für... Weiß nichts. Nicht. Nichts. Mehrfamilienhaus eventuell. Plus eine Tankstelle. Nein, dann ziehen nur wieder so viele ein. Mach lieber Arbeitsplätze. Bürogebäude. 6,50. Ja, passt. Gute Stelle finden ist gar nicht so leicht, weil alles... Ach, wie viele Parkhäuser haben die? Vor allem ist es kreuz und drüben gebaut hier. Du kannst hier... Es wird nie aufgehen, dass da alle Plätze... Also wir müssten alles nochmal abreißen. Chemnitz. Wo ich ja richtig Lust hab drauf, die ganzen Städte auch noch so zu überarbeiten. Und guck mal hier, da sind total viele ausgezogen. Alter, was ist denn hier passiert? Da sind die Straßen noch, aber sonst nichts mehr. Gut, wie soll man denn so einen Aufschwung erreichen? Ja. So, Erfurt war, glaub ich, der nächste auf der Liste. Ach, wie süß. Erfurt ist immer noch so klein. Wird doch nicht größer, ist als drumherum herum gebaut. Drumherum. Hotel? Ja. Aber wir haben 1,5 und das kostet 1,450. Ja. Jetzt mach endlich! Steht zwar schon 3, 4, 5 Dinger da, aber hey Gottchen. Ja, die Hotel-Hochburg. Ja. So, das war's eh für diese Runde. Wer wollte nicht schon immer nach Erfurt?
Er wollte zwar Furt, aber ja. Oh, Infrastruktur ist wieder um 60 Millionen runtergegangen. Yay! Mühsam. Irgendwann steht da null. Ja, 100% auf. das glaube ich jetzt auch nicht, aber gut. 24,4 ist zumindest auch positiv. Ja. Schnell weitergeklickt. Oh, Aber Energieproblem in Plauen, das ist was Ray Hinton, Neues. irgendwie wird es langsam gelber, gefühlsmäßig. Das liegt Nicht? daran, weil wir da nur noch Arbeitsplätze schaffen. So soll es ja erstmal auch sein. Ja, Plauen sollte man also auch mal auf die Liste packen. Also unsere imaginäre. Ja, die gibt's. So. Ja, irgendwo liegt die hier auch. Richtig. Okay, dafür haben wir hier totales So, Negativentwicklung. klick weiter, ich will es gar nicht angucken. Bruttosozialprodukt war gar nicht schlecht. Kläranlage und Kohle für. Naja, immerhin nur, in Anführungsstrichen, zwei. Ja, gut, wird auch teuer. Gut, gehen wir es gleich an, wir sind nämlich schon bei 15 Minuten. Kläranlage, Kohleförderung, Kläranlage, Kohleförderung. Claire Claircoal? Die Cole. Ulla. Alte Socke. Lang nicht gesehen und doch wiedererkannt. Doch wieder gerochen. Nee. Wegen alter Socke und so, du verstehst. Ja. Kläranlage könnte man jetzt auch. Aber die Ulla mit einer Kläranlage zu vergleichen, finde ich jetzt nicht so nett. Damit siehst du alle Ullas über einen Tisch. Aber echt, das bin ich nicht. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Ulla über den Tisch gezogen. Hab's auch nicht Es hat vor. niemand die Absicht, eine Ulla über den Tisch zu ziehen. Wieso machen die immer die Autobahnen kaputt? Es ist Aber echt. Dezember. Okay, wahrscheinlich wegen der Kälte. Sehe ich ja fast ein. So Klar. Schlaglöcher. Ja, gut. Deswegen brechen Autobahnbrücken zusammen. Das war ja zum Glück keine Brücke. Ja, sind die Dinger nicht alle auf Stelzen? Das sieht irgendwie so aus. Bestimmt, ja. Keine Ahnung. Gut. Das war's aber schon mit den Blinkern. Dann würde ich sagen, umbauen. Umbau Ost, ja. Yeah. So, wir wollten hier nach oben. Ja. Street. Strede Street, Captain Street. Also ich glaube, bei als Engländer wäre ich damals bei Checkoff echt zur Verzweiflung gekommen. Oder in der Zukunft, oder wie auch immer, wenn Wieso der. als Engländer? Chekhov ist ein Russe. Nein, ich meine, wenn ich in der Crew oder als Amerikaner gewesen wäre, ich glaube, ich hätte ihn irgendwann mal nur noch an die Wand gebatscht. Captain, Captain, ein unbekanntes Objekt auf dem Bildschirm. Ja, Chekhov ist schon recht. Das ist nur der neue Bildschirm schon noch. Bascho. So, wer ist jetzt am Telefon? Eisenach benötigt ein großes Wohnhaus. Ja! Yeah! Okay, kommt jetzt auf die Liste. Wird Was auch mal länger. benötigt wer nicht, ne? Och, Wismar Bürogebäude, Schwerin Bürogebäude, Dresden Fabrik, Jena Kirche, Wittenberg Fabrik, Görlitz Amt, Eisenach. Großes Wohnhaus. So, sollen wir das vielleicht mal ganz kurz reingucken, einfach ob, dass wir die Liste vielleicht ein bisschen kleiner halten können, wenn da gerade Geld da wäre und so. Dann, ja, welche Reihenfolge Wismar? Ja, fangen wir unten an. Oder einfach auf deiner Liste. Was steht da? Ja, Wismar Bürogebäude. War das nicht auf Wismar mit dem Dom? Weiß nicht, Weimar? Ich hab, oh Mann, die zwei verwechsel ich eh immer. Gut, Das Dumme ist, ich habe den Dom nicht hier auf der Liste. Das ist schon mal blöd. also Bürogebäude, ja, wir hätten vorher mal aufpassen sollen. Bürogebäude hast du gesagt. In Wismar. Okay. Sehen die nicht so. Zumindest kam keine Meldung so von wegen. Okay, ich nehme es jetzt einfach mal von der Liste runter. Ja, vielleicht sollte man da Vielleicht haben den. wir es auch zwischenzeitlich schon erfüllt gehabt und ich habe es vergessen zu Und der löschen. Dom war vielleicht wirklich in Wismar, aber keine Ahnung. Ich glaube, den Dom hätten wir uns aber gar nicht leisten können, oder? Ich glaube nicht. Ich kann ja gleich mal Jetzt kommt gucken. es, wäre genau aufgegangen auf die Millionen. Ich kann ja mal kurz gucken, was denn der Kosten täten würde. Na, 3 Milliarden. Nee, das wäre nicht gegangen. Naja. 3 Milliarden? Seid ihr Da fehlt noch wahnsinnig? das fehlt noch das nötige Kleingeld in der Ein Kaffeekasse. bisschen.
So, nächster auf der Liste. Schwerin-Bürogebäude. Das Schwerin-Bürogebäude, meine Damen und Herren. Das berühmte, wer kennt es nicht? Selten gesehen, oft erreicht. Nee. Ja, ist schon klar. Irgendwie so. Nochmal ein Bürogebäude, verrückt. Uns geht sogar. Ins Budget. Ins Budget. So. Gut. Wieder keinen Dank. Nope. Gut, die Dinger könnten auch uralt sein. Von 1999 vor dem Krieg und so. Ja. 99 vor dem Krieg? Es gab doch seither wieder ein paar. Nicht zwingend unsere, aber... Achso, also Kosovo. Zum Beispiel. Oder Afghanistan. Das ist der einzige Krieg, den ich vor 99 kenne, der dann nicht zu weit wieder zurückliegt. Afghanistan. Gut. Der ist ja jetzt noch. Ich habe nicht gesagt, dass der vorbei ist. Nur vor dem Krieg. Gut, aber bevor wir jetzt hier wieder in Kriegdiskussionen ausarten, oder irgendjemandem die Absicht hat, eine Mauer zu errichten, was steht denn noch auf der Liste? Dresden-Fabrik, aber ich glaube, das können wir überspringen, das klappt eh nicht. Wir gehen schon mit total viel Optimismus an dieser heran. Ja, aber da waren wir ja erst neulich von daher. Naja, deswegen Jena eine Kirche. Ähnlicher Optimismus, aber hey. 538 Millionen, das wird sicher nicht reichen für eine Kirche, aber ich gucke einfach mal, was sie kostet. Ach, und ist gar nicht mal so weit weg. Ich hätte jetzt mehr mit mehr gerechnet, ehrlich gesagt. Ich habe auch so mit 2-3 Milliarden oder so gerechnet eigentlich, aber okay. Okay, aber dann lassen wir es hierbei erstmal und gucken mal, was haben wir noch auf der Liste? Wittenberg Fabrik. Das ist optimistisch. Das ist auch nur so ein Quadrat, ja, so ein Mini-Quadrat auf der Karte. Oh. Wie süß hat ein Gebäude. 109 Millionen. Ihr wollt mich verarschen mit eurer Fabrik, oder? Es sieht doch sehr karg aus da. Ja, da ist nicht viel, ja. Aber einen Dom haben sie, weißt du? Immerhin. Zwei Diskotheken. So, sollen wir wirklich nach Görlitz gehen? In unsere Lieblingsstadt? Görlitz. Jetzt stellen wir wahrscheinlich jetzt bei unserem Besuch in Görlitz fest, dass irgendeine Anbindung an die Stadt gar nicht stattgefunden hat. Die brauchen jetzt... Die haben ein Amt, hat's geheißen, ne? Ja. Ach, das hast du gemerkt, ja? Ja, es ist ja noch nicht so lange her jetzt. Gut, letzte Folge. Was? Das hätte ich euch auch günstiger machen können. Alter. 1,01 Milliarden? Für ein Amt? Gut, ich weiß, dass sie sich immer alles was kosten lassen, aber das ist schon gepfeffert. Nö, dann gibt's nix. Tut mir leid. Doch nicht. Gut, Runde ist eh vorbei, mehr oder weniger. Aber hier ist eigentlich alles dran, bis auf eine Autobahn. Wahrscheinlich brauchen sie eine Autobahn. Ist das Letzte, was übrig bleibt, ne? Und auch das Teuerste. Ja. Ja, 291. Das ist Gieß nochmal runtergegangen. Ja, haben wir nicht sogar ein bisschen... Gut, wir haben die Straße abgerissen. In dieser Runde war es diese Runde. Oh Gott. Wir haben die Straße abgerissen. Und Alter, diese eine Runde geht in einem Höchstfall 5 Minuten und man kann sich das nicht merken. Ich finde das langsam echt... Na gut, die letzte ging circa... Also jede Folge geht ja mittlerweile jetzt schon über 20 Minuten. Die jetzt ja, ich meine eine Runde bis zur nächsten Auswertung. Ja, es sind schon fast 10 Minuten bei uns mittlerweile gerade. Okay, na gut, dann 10 Minuten. Also ist trotzdem... Aber ist nicht viel eigentlich. Ja. Gut, wir gehen ganz kurz noch die Sachen durch. Also 24,0, 9, also 24,1, wenn man so will. Ja, da hat sich eigentlich nichts geändert, außer dass das Problem jetzt in Ding nicht mehr beherrscht. Im Plauen nicht mehr, oder hat jetzt irgendwie komischerweise Leipzig ein Wasserproblem. Wasserschaden. Ein Rohrbruch. Gut, da hätte ich auch kein Wasser mehr. Wenn bei mir ein Rohrbruch... Oh Gott, nein. Arbeitsplätze haben wir... Ach doch, wir haben Arbeitsplätze geschaffen, stimmt. Ja, reichlich sogar. Ich erinnere mich dunkel. Oh, wir sind auch wieder deutlich unter den 18 Millionen. Guck dir das mal an. Und obwohl wir Arbeitsplätze geschaffen haben, ist die Arbeitslosenzahl allerdings nochmal um 2000 gestiegen, glaube ich. Okay. Und um 1%. Ja, bei 11% waren wir... Oh Gott. Gut, mit dieser tollen Prognose würde ich sagen, beenden wir die Folge. Und ich sag schon mal danke fürs Zuschauen und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und unser
Mann mit dem Draht nach oben, zumindest hat er gerade das Oh-Gott-Wort sehr oft gesagt, hat jetzt die Abschlussworte. Dum, 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 dum.